Die tierärztliche Diagnose idiopathische Epilepsie. Diese wurde versucht mit Päckschen zu behandeln. Ihre Symptome waren immer schwammig, sie war wie schwammig im Kopf, schwindelig, quasi wie blemblem die ganze Zeit über und extreme Gewichtszunahme. Die Anfallsauslöser waren schnelle Bewegungen, Stress, unregelmäßiger Tagesablauf, sogar ihre geliebte Reizangel. Zu Jeannie Samoyede bin ich gekommen, da es keine Besserung mit den Tabletten gab und sie extrem schlechte Fresserin war. Bei Jeannie Samoyede habe ich mich sofort ernst genommen gefühlt, mir wurde zugehört, ich habe mich super aufgehoben gefühlt. Die ganze Therapieerklärung mit Ernährungsumstellung und Vitalstoffdepotauffüllung waren für mich schlüssig. Und in der Zwischenzeit ist sie seit Monaten, wenn nicht sogar Jahre, anfallsfrei. Ihre Lebensqualität hat sich so super gebessert, wie ich es mir nie hätte erträumen lassen können. Sie kann jetzt jagen, Reizangeln, lauern, sprinten, in der Sonne sich aufheizen, sogar fressen wie ein normaler Hund ist möglich. Rückblickend hätte ich das alles nie für möglich gehalten. Ich dachte sogar schon, man müsse mit starken Medikamenten dahinter, teuren Untersuchungen und sogar mit einer geringeren Lebenserwartung habe ich gerechnet. In der Zwischenzeit ist das alles überhaupt nicht mehr nötig, da sie ja so anfallsfrei ist. Und wir das so super mit der Ernährung hinbekommen haben, hat sich das quasi alles in Luft aufgelöst.